Wir haben gebetet, gesungen, das Wort Gottes gehört, die Verkündigung. Wir waren gerührt, aber auch ergriffen von dem, was alles gelungen ist. Jetzt aber wird es ernst. Ich möchte diesen Teil der Entpflichtung ein Bibelwort voranstellen aus dem Buch Josua im ersten Kapitel. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Lieber Hubert, in diesem Gottesdienst verabschieden wir dich aus deinem Dienst als Pfarrer der evangelischen Kirche, aus deinem Amt, als Rektor der Diakonie de la Tour, auch aus deinem Amt als Präsident der Diakonie Österreich. Wir danken für deinen Dienst und deinen Einsatz, deine Gaben und all deine Kräfte, für deine Treue und Liebe zu den Menschen deiner Kirche und zu Jesus Christus, zu Gott. Du hast das Evangelium von Jesus Christus gelebt, gepredigt, und getan in vielfältiger Weise Gottes Liebe und Treue unter den Menschen bezeugt. Und jetzt bereitest du dich auf das nächste Abenteuer vor. Bei deinem Abschied aus der Mitarbeiterschaft in Äthiopien, der Mekane Jesu Kirche, wurde dir genau dieses Bibelwort Josua 1,9 zugesprochen. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Es scheint so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Äthiopien genau gewusst haben, dass nach dem schönen Inlandsleben in Äthiopien, nach dieser erfüllenden, wunderbaren Zeit, es in Kärnten um einiges wilder zugehen wird. Und zugehen kann, als im äthiopischen Inland. Christine Stotter schrieb über eure Anfänge in Äthiopien: Wir als junge Familie in einer uns fremden Kultur, mit einer fremden Sprache und einer unbekannten Arbeit, als Erwachsener sich wie ein Kind fühlen, mit einer fremden Sprache und einer unbekannten Arbeit, als Erwachsener sich wie ein hilfloses Kind fühlen, sich sprachlich nur begrenzt mitteilen können, wo ist mein Platz? Und ihr habt dort euren Platz gefunden. Und ihr habt ihn dann auch hier in Österreich und in Kärnten gefunden und wiedergefunden. Was aber sicher nicht immer leicht war. Dort steht auch geschrieben, wir haben noch nie als Familie in Österreich gelebt. Jetzt geht es wieder los mit einem neuen Leben. Tastende Schritte nach vorne. Fallen, aufstehen, weitergehen. Langsam baut sich Vertrauen auf. Das galt in Afrika, das galt in der Diakonie und das gilt nun auch für euer neues Leben, das nun beginnt. Aber nun zu den wilden Zeiten. Zuerst einmal ist einer zu nennen, der dafür verantwortlich ist. Der Bischof der österreichischen Kirche blickt über den Tellerrand hinaus und ohne dass Herr im Sturm bis nach Äthiopien geblickt hätte, wäre Hubert Stotter heute nicht hier. Danke dir, Herr Weg, dafür, dass du dein Geschenk Gottes vermittelt, weil Gott schenkt selbst. Danke dir. Doch nun zu den wilden Zeiten. Herwig Sturm hat dir wahrscheinlich einen kleinen, überschaubaren Rosengarten in Aussicht gestellt.
mit netten Künstlerinnen und Künstlern im Atelier de la Tour, mit einem schönen Büro, mit Ausblick ins Grüne. Und du fandest dich in kurzer Zeit im wilden Urwald der Umstrukturierungen und Fusionen wieder. Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin kann sich gut erinnern. Stimmt's? Ja. Die Fallstricke waren tief gespannt und die Stürme des Lebens wuchsen sich regelmäßig zu Orkanen aus. Ich durfte dich von Anfang an dabei begleiten. Wir sind zusammengewachsen, aber du bist über dich hinaus gewachsen in dieser Zeit. Du hast dich nicht geschont und bliebst auch nicht verschont. Wie einst Jakob im Kampf mit den Engeln, wirst auch du gezeichnet zurückgeblieben sein. Denn die Diakonie der Natur liegt dir eben am Herzen. Zwischen diesen Anfängen und heute liegen mehr als 20 Jahre einer rasanten Entwicklung aus beiden Gärten. Treffen und Weihern ist ein Park geworden, der den Menschen dient und der Anerkennung verdient. Das ist dein Werk. Und ich weiß jetzt schon, dass du mir widersprechen willst und sagen, nein, nein, das ist nicht mein Werk, das ist das Werk vieler, du würdest das zurückweisen. Denn ein solches Unternehmen ist niemals das Werk eines Einzelnen. Es darf aber auch nicht anonym bleiben. Viele der Frauen und Männer, die dieses Werk ausmachen, hast du in ihre Funktionen berufen, begleitet und wachsen lassen. Deshalb kannst du jetzt in Ruhe deiner Wege gehen, getrost und unverzagt. Und eines muss noch gesagt werden. Du warst ein Missionar. Und du bist ein Missionar und du wirst ein Missionar bleiben. Ein Missionar im besten Sinne. Einer, der seiner Mission treu bleibt, der in der Spur Jesu geht und ihn beim Namen nennt. Einer, der weiß, dass ihm Mission Statement der Diakonie de la Tour, die Mission, die Sendung Jesu in die Welt versteckt ist. Und er sich deshalb nicht in der Welt verstecken muss. Du hast die Mission Jesu hier in der Diakonie de la Tour vertreten, aber auch als Präsident der Diakonie Österreich bundesweit. Dafür danke ich dir im Namen der evangelischen Kirche. Jetzt geht es aber wieder los mit dem neuen Leben, mit dem Abenteuer. Tastende Schritte nach vorne, fallen, aufstehen, weitergehen. Langsam baut sich Vertrauen auf in den nächsten Lebensabschnitt. Das gilt für das Abenteuer der Pension genauso wie für das Abenteuer Äthiopien und das Abenteuer de la Tour. Du gehst diesen Weg aber nicht allein. Deine Frau Christine, die alle Wege des Missionars Hubert Stotter begleitet und bereichert hat, geht mit dir. Über sie findet sich alles, aber alles, was über sie zu sagen ist, im Personalakt von Hubert Stotter in Irland. Der damals zuständige Oberkirchenrat vermerkte handschriftlich: Frau Stotter in Ordnung. Das Einzige, was man ergänzen könnte, schwer in Ordnung. So gilt es euch nun beiden, siehe, ich habe euch geboten, dass ihr getrost und unverzagt seid.
Lasst euch nicht grauen und entsetzt euch nicht, denn der Herr, euer Gott, ist euch in allem, was ihr tun werdet. Und deswegen bitten wir jetzt um den Heiligen Geist.